In der heutigen Ausgabe geht es um Lufthansa und das Kulanzangebot 2021. Ihr habt mir Fragen gestellt und ich beantworte sie euch nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ihr wisst wie immer, Daumen hoch, Glocke an, Subscribe drücken. Das sind die wichtigsten Sachen. Hey, wer es nicht gemocht hat, in Gottes Namen Daumen runter. Aber erzählt mir dann auch gerne, warum. Lasst uns ins Thema einsteigen. Und wir hatten ja Dienstag echt Freude, als die Lufthansa uns das gebracht hat. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht so früh vor allem mit dieser Promotion. Ich habe auch damit gerechnet, dass diese Promotion, ja, sie kommt, aber dass sie dann vielleicht zeitlich begrenzt ist, dass man sagt, hier im Februar, März, April oder sowas, 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate. Aber nein, echt geil, was da passiert ist. Und ihr habt zu Recht die Frage gestellt, gerade mit der Kreditkartenpromo, wo ihr, wenn ihr eine Kreditkarte habt mit FTL oder Senator-Status, 5000 Punkte euch versprochen wurden. Statuspunkte, ganz genau. So, die Frage ist, wann bekommt ihr die 5000 Statuspunkte? Aussage der Lufthansa, im Februar sollte es gegessen sein. Also Ende Februar sollte das durchgelaufen sein und ihr solltet diese 5000 Punkte gutgeschrieben bekommen. Gilt übrigens auch für die Punkte, die ihr ja durch den Umsatz bekommt. Zweite Frage, wie viele Meilen bekomme ich, Statusmeilen ganz genau, pro Euro Umsatz? 1 Euro sind 2 Statusmeilen und ihr könnt maximal 30.000 Statusmeilen bekommen. 15.000, wenn ihr ein Basiskunde seid. Wenn ihr aber ein FTL-Sen seid, dann bekommt ihr nämlich diese 5.000 alleine, ohne etwas zu tun. Das geht automatisiert, kein Stress, wie gesagt, Geduld. Und die restlichen 25.000, und da sind wir dabei, müsst ihr dann durch 2 teilen. Das ist der Euro-Umsatz, den ihr dann machen müsst, also 12.500. Ich nehme es euch einfach mal ganz schnell ab. Also, 2 Punkte pro Euro Umsatz. Jetzt sagt man natürlich, hey, das gilt ja auch für andere Märkte. Das gilt ja zum Beispiel auch für die Schweiz. Und die Schweizer haben gar keinen Euro. Wie wird das gerechnet? Ganz einfach. Ihr bekommt pro Schweizer Franken 2 Statuspunkte gutgeschrieben. Wenn ihr in anderen Ländern seid, wo die Karte auch gilt und gibt, dann ist das in US-Dollar oder wie auch immer die Währung ist, natürlich unterschiedlich. Ich werde euch unten in die Shownotes den Link setzen, damit ihr wisst, welche Karte das gibt. Ganz einfach. Ja, die nächste Frage, die gekommen ist, bekommen nur die Hauptkarteninhaber die 5000 Punkte Kulanz oder Statuspunkte Kulanz? Leider ja. Macht ja auch Sinn. Also das heißt, man kann ja dann nicht so eine Art Double-Dipping machen oder sowas. Aber ich würde vorschlagen, holt doch für den Partner auch eine Karte. Ist doch kein Problem, oder? Weil dann kriegt ihr ja die Promo auch nochmal und habt dann die Statuspunkte auf dem Konto. Es geht natürlich in dem Moment, wo man den Status hat und dann die Karte auch holt, dann kriegt man die einfach dazu. Ja, die nächste Frage ist ganz einfach. Ich habe mehrere Meilenkarten von Lufthansa. Also zum Beispiel, wie ich das hatte. Ich hatte ja, als ich in Österreich gelebt habe, nicht nur die deutsche Karte, sondern auch die österreichische Karte von Card Complete im Doppel. Wie geht das da? Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, es ist die weltbeste IT, die Lufthansa. Es könnte sein, dass wir Glück haben. Ich huste einfach mal, damit das auch keiner hört. Nein, also es kann passieren, dass er da die 5000 Punkte zweimal bekommt für jedes Land. Kann auch sein, dass es einen Durchlauf gibt, dass es das nicht gibt, weil es auch nur wenige sind. Ich weiß es nicht. Also es kann klappen, muss aber nicht. Aber hey, 30.000 Euro Umsatz bzw. 15.000 Euro Umsatz, um ganz genau zu sein. Oder dann halt auch mit der anderen Karte. Vielleicht kann man das doppeln. Ich weiß es nicht. Also schwierig, schwierig. Probiert's aus, berichtet unten in der Kommentarspalte, wie euer Erfolg ist. Die nächste Frage ist ganz einfach. Gibt es Select-Meilen? Vor allem, was sind Select-Meilen? Select-Meilen sind die Meilen, die ihr bekommt, wo ihr dann bei Lufthansa euch irgendwelche Preise, Prämien abholen könnt. Nein, gibt es natürlich nicht die Select-Meilen. Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist vorbei. Dann die nächste Frage ist natürlich, ich kann aber für den FTL, ja, wenn ich den brauche, ich brauche ja 35.000 Meilen und ich bekomme ja nur 30.000 Statusmeilen in dieser Promotion, kann ich die über diese Wechselgeschichte machen?
ihr wisst, man kann sich die Prämienmeilen im Faktor 1 zu 5 bis maximal 25.000 Meilen umtauschen. Heißt also, ich habe 30.000 aus der Aktion mitgenommen, mir fehlen 5.000 für den FTL, würde also heißen, 25.000 geteilt durch 5 sind 5.000, also habt ihr aus 25.000 Prämienmeilen 5.000 Statusmeilen gemacht. Ja, würde gehen. Und die maximale Anzahl, die ihr machen könnt, sind halt 25.000 Statusmeilen. Etwas weit weg dann noch vom Zen, weil wenn ihr das machen würdet, wäre es ja so, 30.000 aus der Aktion, 25.000 umgetauscht, also 125.000 Prämienmeilen. Ich gehe wirklich nicht darauf ein, ob es sich lohnt. Soll ich? Na doch, ich sag's euch, macht's nicht. Ich finde es einfach Perlen vor die Säue geschmissen. Aber hey, jeder muss das selber wissen. Ich werde euch da nicht judgen. Also, no judgment. Nochmal, um die Rechnung zu kriegen, 30.000 aus der Aktion, 25.000 aus dem Switch von Prämien in Statusmeilen sind 55.000, also fehlen euch 45.000 Meilen. Dadurch, dass ihr aber pro Flugmeile nochmal, also Statusmeile nochmal verdoppelt die bekommt, wenn ihr fliegt, gilt übrigens auch für die Hornmeilen, braucht ihr dann nur die Hälfte, also die Hälfte von 45.000, 22.500. Schafft man, oder? Wobei ich natürlich auch glaube, wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, man braucht diese 70.000 fehlenden, würde das durch zwei teilen, das wären ja dann auch 35.000, sollte man auch schaffen. Also insofern nicht so viele Meilen. Deshalb schauen wir einfach mal. Die nächste Frage war ganz einfach, warum bekommen nur FTLer und Senatoren diese Statusmeilen? Nachdenken. Statusmeilen zählen nicht für einen Horn Circle. Das heißt also, wenn du dem Horn Circle 100.000 geben würdest, Statusmeilen, das wird ihm nichts bringen, weil er braucht ja Hornmeilen. Also deshalb nicht. Dafür hat der Horn Circle was ganz anderes bekommen. Und da ist natürlich das die nächste Frage gewesen, ja, wie läuft denn das jetzt mit der Horn Circle Kulanz? Ja, die Horn Circle Kulanz läuft ganz einfach. Die ist individuell. Heißt also, ihr habt in 2019 eine bestimmte Menge an Horn Circle Meilen erflogen. Ich gehe mal davon aus, dass ein Horn, ich sage jetzt mal der Einfachheit halber, weil er die 600.000 Meilen über zwei Jahre sammeln kann. Man sammelt in dem Jahr 300.000. Das heißt also, man kriegt in 2019 diese 300.000 Meilen aufs Konto. Die werden jetzt in 2021 wieder aufs Konto übertragen. Man hat also dann 300.000 Hon-Meilen für die Requalifikation. Ist auch eine faire Geste. Dadurch, dass das in 2020 allerdings nur so ein Mitzählen von 2019 war, ist das kein Double-Dipping. Also wer halt die 3.000 hat, kriegt sie nicht in 2020 und in 2021 und hätte damit die Requalifikation geschafft. Also das leider nicht. Nur als Hinweis. Also insofern, bisschen fliegen, den Horn kriegen und dann ist gut. Wie lange läuft die Aktion? 31.12.2021. Das heißt also, ihr habt noch das ganze restliche Jahr Zeit und das macht die Aktion so richtig geil. Weil wir haben jetzt keinen Druck, wir haben nicht die 3 Monate, 4 Monate, wie ich anfangs sagte, dass man da ja die Zeit einfach denkt, dass sie limitiert ist. Aber nein, es ist eigentlich das ganze Jahr und das finde ich super fair, super ehrlich, super früh und vor allem, es gilt ja auch für Flüge, die ihr schon abgeschlossen habt vom 1.1. diesen Jahres, bis jetzt quasi, da kriegt ihr auch die Meilen. Aber nochmal der Hinweis, wie die erste Frage war, ihr wisst ja die Antwort, es dauert, gibt ihnen ein bisschen Zeit mit der IT. Ja, das waren die Fragen, die an mich im Regelfall gestellt worden sind zu der Aktion. Wenn ihr eine andere Frage habt, wo ihr sagt, hey, Lars, die Frage ist nicht beantwortet worden, dann sagt doch ganz einfach unten in den Kommentaren Bescheid und ich melde mich bei euch. Oder guckt in den Social, da ist meine WhatsApp-Nummer drin, da einfach drauf klicken, dann kommt ihr auf die WhatsApp-Nummer. Könnt mir eine Nachricht schicken per WhatsApp, haben viele schon gemacht. Einige Fragen sind auch von WhatsApp, deshalb zögert nicht, das zu tun. Also bei Sorgen, Ängsten und Nöten könnt ihr euch an mich wenden und ich bin froh, wenn ich euch helfen kann. Also mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Seid dabei. Danke, dass ihr bei Frequent Traveler TV wieder bei euch wart und denkt dran, Daumen hoch, Subscribe, Glocke an. Soll ich da was zum Daumen runter sagen? Nein, sage ich nicht, weil wer bei dem Video Daumen runter macht und dieses geile Lufthansa-Shirt nicht honert, auch mit dem Kranich auf der Schulter, dem muss ich sagen, sorry. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald bei Frequent Traveler TV wieder bei der nächsten Ausgabe.